Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Film von Christen und Denot Automobile in der schönen Schweiz. Ja, super. Unsere BSA ist auch wieder mal dabei. Mein Herz freut sich. Die Gedärme auch. Ich kotze gleich. Gut. Heute geht es um was ganz Exklusives. Von den Fahrzeugen gibt es weniger als von jedem anderen Fahrzeug in der Schweiz, also zumindest nach unseren Kenntnissen. Wir sind ein bisschen am lauten Ort hier, aber es ist normal einfach so. Dafür haben wir ein paar Bäume. Es geht um dieses Fahrzeug hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Vielleicht muss jetzt die Kamera nochmal Doppelklick machen, dass es das Fahrzeug aufnimmt. Es geht um einen Corolla GR. Ja? Toyota Corolla GR gibt es in der Schweiz laut unseren Angaben nur zwei auf der Straße. Vielleicht gibt es jetzt mal mehr, weil es gibt im Verkauf doch 4-5 Stück. Aber ob die natürlich auf der Straße sind, wissen wir nicht. Unser Auftrag ist eigentlich in diesem Fahrzeug Leistung machen. Wir wissen aber noch nicht, ob wir das können, weil die Datenstände natürlich noch ziemlich neu sind. Was wir aber zumindest mal heute machen, ist eine Eingangsmessung der Leistung. Der Yaris GR hat ja 260 PS. Moment. Ja. Und der Corolla GR sollte 300 haben. Von den Newtonmeter her habe ich es jetzt nicht gerade im Kopf. Müssen wir nachher schnell reinschneiden, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber sollte mehr oder weniger auch 20 Newtonmeter mehr sein als beim GR Yaris. Gut, wir wissen jetzt nicht, was er hat. Wir schauen jetzt mal. Wir machen jetzt mal die Eingangsmessung und vielleicht können wir sogar noch Leistung machen. Wenn das geht, melden wir uns nochmal wegen der Leistungssteigerung. Was wir aber sicher noch machen werden, ist die Auswertung der Eingangsmessung, auch wenn die Leistung als solches nicht geht. Hm? Haben wir es vergessen? Du, ich hab mich zuhört. Du bist begeistert von der Kamera. Gut, wir haben ich bin noch abgelenkt, tut mir leid. Ja, wird gut, ich spür schon. Also, wir steigen ins Fahrzeug ein. Fahrzeug haben Sie gesehen? Ja, mehr als genug. Leider dürfen wir nicht von vorne und von hinten, weil es Nummer drauf. Ne? Gut, also bis gleich. So, hallöchen, liebe Zuschauer, jetzt sitzen wir im Corolla. Das ist entspannt. Dick und doof. Ne? Man sieht uns mal gemeinsam, was sehr selten vorkommt. Ich sehe auch richtig schlecht aus. Ehrlich? Ja, guck doch mal. Hab hier magerter Hals, Augenränder bis hier. Genau. Scheiße. Warum scheiße? Naja, ich war schon mal, ne? Hatte schon bessere Zeiten. Wir sind ein bisschen schräg drauf auf diesem Film. Halt uns gerade. So. Aha. Aha! Ja! Da kannst du mal sagen, ich habe das Ding das erste Mal in der Hand. Ja, wir filmen hier mit der neuen Kamera. Mit der Pocket 3. Und Bea hat das erste Mal das Ding in der Kamera. Hat natürlich eine ausführliche Anweisung bekommen von mir. Wie immer. Wie, danke. 2 Sekunden. Wie immer. Ja, danke, ich wollte gerade sagen, die ausführliche Anweisung. Mein Leben lang schon mit dir. Überdrehen, dass ich noch mehr drin bin. Ich muss mal die Einstellung machen hier für 2 Personen, das kannst du nicht machen. Du bist ja da drin. Du kannst auch dein, wenn du jetzt doppelt klickst auf deinen Kopf. Dann hört er wieder auf? Dann nimmt er nicht nur deinen Kopf auf, sondern nimmt er, dann hast du ein normales Bild. Ah. Ja. Genau. So, ja? Ja. Aber läuft die Kamera? Ah ja, da oben. Ja, läuft. Gut, wir machen jetzt mal die Eingangsmessung. Ich muss aber einen Sensor noch einstellen, ist mir aufgefallen. Weil, wie ich euch gesagt habe, gibt es ja von den Fahrzeugen hier nur eine Handvoll in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, wie viele. 2. Es gibt ja mehrere. In der Schweiz? Ja. Nur 2. Okay. Na gut, auf jeden Fall, geile Kiste. Ich muss euch sagen, wenn ich den gehabt hätte, anstatt den GR Yaris, hätte man den so wahrscheinlich behalten. Nur vom Platz wäre es der geil. Wirklich geil. So, und ich gehe nach vorne schnell. Oh, der ist weg, wenn du abbiegst. Oh. Was macht er? Du hast bis abgebogen und dann waren wir weg. Muss halt die Kamera sagen. Motiv verloren, sagt er. Da ist das Motiv. Muss ein bisschen hoch. Hoch? Ja, ja, super, perfekt. Ich habe eine Frage. Ja. Kann ich ein Stativ dafür haben? Gibt's. Eine Verlängerung. Ja, wir brechen mir ja den Arm. Du musst eigentlich, weißt du, normalerweise filmst du ja nicht, dass wir beide drauf sind. Normalerweise filmt man ja eigentlich nur mich. Gut, mache ich jetzt so gleich weiter, ja? Nur mich. Wie mache ich das? Gut, also ich steige mal aus, wir schalten die Kamera kurz schnell aus, ich steige mal aus und mache den Sensor. Bis gleich. Lustig. Jetzt hast du meinen Kopf in grün. Ja. So, liebe Zuschauer, jetzt gehen wir mal messen hier. Wir haben hier wirklich eine geile Strecke gefunden, wo wir doch ungestört gute Messungen machen können. Gut, ich fange mal am dritten an. Ne? Okay? Ah, das ist jetzt schon los? Ja, ja, Achtung. Fahr doch mal. Ja, ich bin bei. Ah.
eine geile Strecke, gell? Jawohl. Achtung, Bremse. Geht's? Wer ist ganz fasziniert von der neuen Kamera? Ich trau dem Ding dann über den Weg. Ich muss das hier immer noch kontrollieren. Nee. Doch. Das ist mein Job. So, drehen wir mal um. Machen eine zweite Messung. Muss man wahrscheinlich besser auf die Drehzahl gucken. Ist ein bisschen dunkel, dieses Display, ich sag's dir. Die 7000 da. Ja, gut. Achtung. Bist du ready? Ja, ich häng hier rum. Gut. Und Schub. Geile Strecke hier, gell? Ja, super praktisch. Eben wenig Verkehr, super. Natürlich abgesperrt, ist klar. Guck mal, wie sich das bewegt, wenn ich das Ding bewege. Die Kamera gefällt dir, gell? Das ist mir witzig. Ja. Ich schätze so ein Ding. Nee, die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. So, jetzt haben wir zwei Messungen gemacht, das sollte eigentlich genügen. So, jetzt würde ich sagen, wir müssen noch schnell Batterien holen. Nicht für das, was ihr denkt, sondern für ein Messgerät. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind zurück im Geschäft. Nein, im Geschäft sind wir nicht. Na doch. Diese Location kennt ihr ja, kannst ja mal einen Schwenk machen. Genau, wir sind wieder in Lupfig bei unserem lieben Freund, Herrn Bader. Genau, und haben jetzt hier die Auswertung für den Toyota. Ich muss mal eine Brille anziehen, weil ich sag's euch. Älter werden ist mühsam. Naja, gut. Du bist noch unter 50, Alter. Ich weiß. Aber halt schon blind. Nee, gut. Also, willst du mal herkommen? Will ich? Ja, ja, komm mal. Also, wir haben jetzt zwei Auswertungen, zwei Messungen gemacht. In der ersten Messung, nee, das ist die zweite Messung, haben wir hier 200, kannst du hier drauf gehen? Sieht man es? Genau. Ich übe noch, Leute. Genau, 294,9 PS und 300, ich sehe es jetzt nicht. 93,1 Newton. Genau, perfekt. Das ist also die zweite Messung und ich gehe schon mal auf die erste Messung, dass man das noch sieht hier. Moment, Beschleunigungsbereich hier, so, zack. Rollbereich hier, so. Und wir geben hier noch Vmax ein. Das Max hier, wo bist du denn? Hallo, komm. Halt das. So. Gut. So. Okay, und dann haben wir hier 296,3 PS und 381 Newtonmeter. Also ihr seht, wir haben von der Leistung her sind wir ein bisschen unter der Werksangabe von 300 PS. Genau. Und Newtonmeter haben wir geguckt. Was hat er gesagt? 370 hat er gesagt. Geben Sie werkseitig an. Genau. Was auch noch erstaunlich ist, wir können das mal schon anschauen. Ich gehe das schon mal aufs Bild. Warte mal schnell, McChip. Mal schnell gucken. Ah, hier. Diagramm. Genau, wenn wir das Diagramm anschauen, vielleicht miteinander, dann seht ihr, warte, ich mache es mal ein bisschen kleiner. Dann seht ihr, dass das Drehmoment hier in grün. So, das volle Drehmoment haben wir so bei 3,6 haben wir das volle Drehmoment und dann haben wir doch, ich sage jetzt so bei 4,2, 4,4 fängt es an zu sinken. Das heißt im Prinzip nichts anderes wie bei allen Asiaten, die wir machen oder bei den meisten. Wir haben Ladedruckanstieg, Peak, Boost und dann fällt die Taktung nach hinten aus. Das heißt, unsere Aufgabe oder die von McChip ist dann, und die Fahrzeuge wurden ja in Asien schon gemacht, dass man die Taktung hält, dass da einfach ein Plateau entsteht, dass das Drehmoment durchgezogen wird. Das ist das Gleiche, wenn ihr fahrt, ihr habt das Gefühl, oh, jetzt läuft es. Genau. Und das haben wir beim i30N, das haben wir beim GR Yaris, bei all diesen Fahrzeugen ist immer das Gleiche. Aber beim i30N fand ich das extrem. Ja, da ist es extrem. Also da ist es beim Gefühl, Fahren. Oh,
Tschüss. Und jetzt. Genau, so wie ein Vakuum. Ja. Und ich muss auch sagen, also Fahrzeug haben wir gemessen mit, was haben wir gemessen? 1000 Gewicht war? 480 leer. 1480 Kilo leer. Und der GR Yaris, sobald ich im Kopf habe, ist irgendwo 200 Kilo leichter. Und das merkst du. Das merkst du also dann deftig. Weil es fehlt bei diesem Corolla einfach der Hass. Also, oder? Ja, ist nicht da. So das Spielerische, das hier rumprügeln wollen, in die Fresse geben wollen, geht von morgens nicht. Bis abends, hast du hier nicht. Genau. Ja, das war jetzt Geschichte GR Yaris. Also Pfeil können wir definitiv noch nicht machen. Beziehungsweise, es ist so, in Asien wurden die Fahrzeuge schon gemacht von McChip, doch 5 oder 6 Stück. Das hier ist aber eine kanadische, amerikanische Version und die haben sie wahrscheinlich einen anderen Softwarestand drauf und diesen Softwarestand gibt es noch nicht zum Bearbeiten. Wir werden aber benachrichtigt, sobald es soweit ist. Das kann morgen sein, das kann ein Monat sein, das kann auch in einem halben Jahr sein, wir wissen es auch nicht. Und dann möchte der Kunde das machen lassen, weil richtig geiler Dude an dieser Stelle hier, wir verstehen uns. Der Gut. ist super, der Dude, ja. arbeitet heute. Ja, der ist super, gell? Der war wirklich. Nicht stürzen. Ja. Gut, ja, was soll man noch sagen? Hast du noch was? Nee. Nehmen wir die Kamera zurück. Weil, ich kann nicht. Muss ich wieder aufdrücken. Ja. Ja. Gut. Was haben wir dann noch zu sagen? Keine Ahnung, ich komme nicht klar auf die Kamera, die will Spaß mir. Gut. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, original fahrt man nicht. Was müssen die Leute machen? Erzähl mal. Nicht dein Doppelkinn gucken. Hab ich nicht. Guck doch mal, wie schlank ich in der Kamera. Was ist die Frage? Ach. Was müssen die Leute machen? Ja, hier Kanal abonnieren. Genau. Und die noch? Glocke einschalten. Ja, und? Tschaußi Mausi. Genau. Ich würde sagen, original fahrt man nicht. Tschaußi. Mausi. Tschüss.